Nach den vereitelten Umsturzplänen aus dem rechtsextremen Reichsbürgermilieu versucht die Politik jetzt aufzuarbeiten. Heute beraten der Rechts- und der Innenausschuss, welche Konsequenzen gezogen werden müssen und ob Reichsbürger möglicherweise vor den Razzien gewarnt wurden. Auch im nicht öffentlich tagenden parlamentarischen Kontrollgremium werden die Reichsbürger Thema. Die Linke fordert außerdem eine Regierungserklärung der Innenministerin. Man merkt, das politische Berlin ist aufgeschreckt worden. Vivian Krüger berichtet. Wie kann es sein, dass ein Reichsbürger schon im Voraus von der Razzia gewusst haben soll? Über den Fall des Ex-Bundeswehroberst Maximilian Eder und anderen Beschuldigten berät der Bundestag heute in einer Sondersitzung. Es soll geklärt werden, ob Zielpersonen womöglich vorgewarnt wurden und dadurch Beweismittel wegschaffen konnten. Weil einige der Festgenommenen immer noch Zugang zum Bundestag haben, wird auch über ein verschärftes Sicherheitskonzept diskutiert werden und über die Rolle der Medien. Also der Umstand, dass wirklich fast bei allen Beschuldigten, und es waren 52, eine extrem hohe Zahl, Pressevertreter und Vertreterinnen mit Kamera vor der Tür standen, ist so ein Novum. Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch 25 Menschen festnehmen lassen. 22 der Festgenommenen wirft sie vor, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Unter ihnen sollen auch frühere Offiziere und Polizeibeamte sein. Das Radikalisierungspotenzial in diesen Gruppen ist sehr, sehr, sehr groß, dass sich dann auch Auswüchse von radikalisierten Einzeltätern immer stärker entwickeln können. Und gerade auch der Umstand, dass einige von denen eben auch Zugang zu Waffen haben und ausgebildet sind an Waffen, das ist etwas, was wir nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Die Zahl der Reichsbürger in Deutschland steigt in den letzten Jahren stetig an. Seit Jahresbeginn sind knapp 2000 Personen hinzugekommen. Insgesamt werden der Szene aktuell etwa 23.000 Menschen zugerechnet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft ca. 10% von ihnen als gewaltbereit ein. Zu denen zählen wohl auch die Umstürzler, die die Polizei am Mittwoch verhaftete. Neben den Sondersitzungen in den Ausschüssen wird sich das Bundeskabinett in dieser Woche auch mit einem Demokratiefördergesetz befassen, das Menschen fördern soll, die sich antidemokratischen und menschenfeindlichen Strömungen entgegenstellen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.